Schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Gregor Jansen. Ich bin der Direktor der Kunsthalle hier in Düsseldorf und jetzt seit 10 Jahren schon tätig. Aber ich muss sagen, dass ich hier mit dieser Ausstellung, in der wir gerade stehen oder in der ich Sie begrüßen darf, eigentlich ein Highlight präsentieren können, das sich mit der Fotografie beschäftigt in einer Region, die Sie alle kennen. Das ist das Rheinland und das Ruhrgebiet, die aber als wahrscheinlich doch Weltkunst-Fotometropole in dieser Konstellation noch nie gezeigt wurde. Die Ausstellung heißt Subjekt und Objekt, Foto Rhein-Ruhr und versammelt 106 Künstler mit über 630 Werken aus einer Region, die seit den späten 50er Jahren, so darf man sagen, durch drei Hauptschulen geprägt wurde. Das ist die Essener Fotoschule, die Düsseldorfer Becherschule als auch die KHM in Köln. Aber wir haben auch einen Vertreter dabei, der an der Werkkunstschule in Krefeld gelehrt hat, über 37 Jahre dort aktiv war, Detlef Orlop, und der so ein wenig die Grundlage bildet für eine Fragestellung, die es bislang noch nicht gab, nämlich wie konnte sich hier innerhalb von kurzer Zeit eine künstlerische Fotografie mit Weltruhm ausprägen, entwickeln und was waren wesentliche Themen. Insofern wird eine dialogische Ausstellung hier angestrebt, wird unterstützt durch die Architektur, die sehr viele Blickoptionen bietet, die Zusammenhänge erlaubt, die es vorher so noch nicht gegeben hat und die in einem einzigartigen Ausstellungsformat nun etwas zeigt, was wohl auch einzigartig auf der Welt ist. Ja, die Ausstellung versammelt eben fast 600 Arbeiten, die angefangen von der analogen Fotografie bis heute zur digitalen Fotografie reichen. Also wir haben auf der einen Seite viele Vertreter dabei, die noch analog fotografiert haben oder immer noch fotografieren und auf der anderen Seite Fotografen, die sich rein der digitalen Fotografie bedienen und dann eben auch Bilder zeigen, die rein digital gebaute Bildräume zeigen. Und wenn man hier einmal durch die Ausstellung geht, fällt einem eben auf, dass es bestimmte Themen gibt, die sich durch die ganze Fotografiegeschichte eben ziehen und immer wieder vorkommen. Das sind klassische Bildthemen wie Porträt, Landschaft, Stillleben, aber auch Performance. Eine der großen Überraschungen dieser Ausstellung ist, wenn man in die verschiedenen Genres eintaucht, mal Positionen zu finden, die man erstmal nicht vermutet. Und so haben wir beispielsweise das Genre des Porträts in der Ausstellung etabliert. Man kennt natürlich die berühmten Ruffporträts und wir haben aber dem gegenüber die zeitgleich entstandenen Porträts von Axel Hütte und daneben Detlef Orlop, der überraschenderweise diese Neutralitäten der Aufnahme bereits 1958 fotografiert hat und damit eine Ästhetik etabliert hat in der Fotografie, die für uns eine echte Entdeckung darstellt. Einer der Stars der Szene und hier natürlich auch in Düsseldorf immer wieder gern gesehen, Andreas Gurski. Neben dem Ratinger Schwimmbad stehe ich gerade. Und eine Arbeit aus Mitte der 80er Jahre, wo er eigentlich noch, müsste man fast sagen, der Essener Perspektive treu ist und treu bleibt. Wir haben einen leicht erhöhten Standpunkt. Wir sehen in eine fast banale Sommerszenerie eines öffentlichen Freibads. Aber Sie bleiben eigentlich mit dem Blick hängen. Sie sind fasziniert von einerseits dieser drohnenartigen Überblicksperspektive, Vogelperspektive und andererseits dem Gewimmel und den einzelnen Charakteren, die Sie sehr präzise hier untersuchen können. Und es sieht fast so aus, als wäre hier schon digitale Technik im Spiel. Und das zeichnet diese Ausstellung an ganz vielen Stellen aus, dass sie mit Besonderheiten in einem Werk-Oeuvre oder in einer Werkentwicklung aufwartet, die sehr, sehr viele Überraschungen bereithält.
Wir sind nahezu mit allen Künstlern, die in dieser Ausstellung zu sehen sind, in einen Dialog getreten und haben sie gefragt, welche Kunstwerke sind auf einer Schnittstelle entstanden zwischen zwei Serien, wo man wirklich ablesen kann, was gerade künstlerisch in ihnen vorgegangen ist. Und so ist in dieser Ausstellung beispielsweise die Performance von Thomas Ruff zu sehen, die genau zwischen den Porträts und den Interieurs entstanden ist. Oder von Thomas Struth, von dem wir zwei Familienporträts, aber auch die Straßen zeigen, die zeitgleich entstanden sind, aber wo in der einen Fotografie eben noch die Paradiese reinspielen und aus der anderen Fotografie heraus hat er seine Museumsbilder entwickelt. Und das ist eine der vielen Überraschungen, die man hier erleben kann. Und das war auch, glaube ich, bei uns das Herausragende, eigentlich zu sehen, wie breit gefächert das Medium der Fotografie gespielt werden kann und wie es sich in den letzten 60 Jahren künstlerisch entwickelt hat.